Heute haben wir die neue Strategie Commerzbank 4.0 vorgestellt. Mit diesem Programm werden wir die Attraktivität der Commerzbank für unsere Kunden erhöhen und unsere Profitabilität nachhaltig stärken. Wir werden im Privatkundengeschäft und mit Unternehmerkunden weiter wachsen und bis 2020 2 Millionen neue Kunden in Deutschland gewinnen. Im Firmenkundengeschäft werden wir unsere marktführende Position im deutschen Mittelstand für weiteres Wachstum nutzen und effizienter werden. Dafür werden wir Mittelstandsbank und Investmentbank zusammenführen. So werden wir auch international unsere Stärken ausspielen. Wir werden zudem alle relevanten Prozesse der Bank automatisieren und uns zum digitalen Technologieunternehmen entwickeln. Als Konsequenz daraus werden wir eine effizientere und schlankere Bank sein. Das wirkt sich positiv auf die Kosten aus, die signifikant sinken werden. Ein Technologieunternehmen wird aber auch weniger Menschen beschäftigen. Wir werden bis 2020 9.600 Vollzeitstellen abbauen. Das wollen wir verantwortungsvoll und fair tun, so wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben. Die Entscheidung für den Personalabbau ist mir sehr schwer gefallen. Aber das Wachstum, das wir bräuchten, um diesen zu kompensieren, ist völlig unrealistisch. Denn der Umbruch in der Bankenbranche ist massiv, die Zinsen werden weiterhin niedrig bleiben und der Wettbewerb steigt. Deswegen ist der Zeitpunkt, uns zu erneuern, jetzt genau richtig. Denn wir wollen die Zukunft des Bankengeschäfts mitprägen und gestalten. Uns ist bewusst, dass Sie uns viel vorgenommen haben. Aber wir glauben an unseren Erfolg. Das haben wir bereits mit dem Wachstum im Privatkundengeschäft bewiesen. Und wir finanzieren 30% des deutschen Außenhandels und sind Marktführer im deutschen Mittelstand. Das ist eine gute Basis für die Zukunft. Im Jahr 2020 wird die Commerzbank schlagkräftiger, schneller und effizienter sein. Sie wird für unsere Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre nachhaltig Wert liefern.